Ja, und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Alien Isolation. Wir sind ja gestern grandios gescheitert, aber jetzt, sage ich mal, kriege ich das hin. Die Räume sehen schon geil aus. Wenn dieses blöde Alien da nicht dauernd wäre, würde das richtig Spaß machen. So, mal eben gucken. Keiner in der Nähe. Dann marschieren wir da jetzt mal locker los. Muss ich hier irgendwo rein? Nein. Hier ist alles im Eimer serviert. Kartenupdate, das kennen wir schon. Den holen wir uns. Und marschieren dann flockig mal hier lang, ohne den Tracker zu benutzen. Sehr riskant. Aber da hinten läuft ein Typ. Oder lief ein Typ. Ein Synthet, aber diese Folge nicht. Das ist eben der Witz. Das passiert alles, also die Leute bewegen sich mehr oder weniger zufällig. Übrigens, da ist die Box, die wir benötigen. Da steht sie. Warum sie noch nicht aktiv ist, weiß ich nicht. Doch, sie ist aktiv. Die holen wir uns. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ripley, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Das ist richtig. Das hat sie wohl. Kartenupdate will ich haben, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt hier, das kennen wir ja alles schon. Gehe ich in den Schacht hinein. So, Alien, am Arsch. In your face, Alien! Oder so ähnlich. Was du sonst immer mit den Menschen machst, mal. Oh, hier geht's gar nicht lang. Hier lang? Ich weiß es doch nicht. Kann mir mal jemand ein Kartenupdate zeigen? Ich hab doch keinen Schimmer. Ich glaube hier lang. Ah ja, genau. So. Ja, das haben wir alles neulich schon gemacht und dann bin ich ja grandios gescheitert durch einen dämlichen Triggerpoint, dass mir sowas passiert. Ist völlig normal, weil mir sowas dauernd passiert. Nein, also ich hoffe, es gefällt euch übrigens, dass ich das live kommentiere. Das habt ihr ja, wenn ihr die Folge von gestern gesehen habt, auch schon gesehen, hier alles. Deswegen marschiere ich hier jetzt auch so zügig durch. Mal einmal Taschenlampe anmachen, ja. Ich freue mich schon auf den Moment, wo hier wirklich mal ein Alien drin auftaucht. Aber das wird wahrscheinlich in späteren Missionen passieren. Also Alien Isolation aus meiner Sicht. Hier. Bin ich gemein? Also Alien Isolation aus meiner Sicht ist so Lara Croft mit besserer Atmosphäre. So. Ripley, der Weg nach draußen durch die Rezeption der Krankenstation ist blockiert. Um den Ausgang zu öffnen, müssen Sie die Evakuierungsverfahren der Station so, und jetzt heißt es übrigens, kurz mal eben Pause machen. In diesem Ding bin ich nämlich eben links rumgegangen und da fiel das Alien aus der Decke, was nicht schön war, weil es mir direkt auf den Kopf gefallen ist. Und genau auf der anderen Seite, genau hier gegenüber, das kann man vielleicht mal eben kurz sehen, da hinten befindet sich ein Speicherterminal da und da ist das Alien aus der Decke gefallen. Das heißt, ich muss nachher hier rumgehen und hoffen, dass es nicht aus der Decke fällt. Aber jetzt mache ich erstmal einen Generator an. Das kennen wir ja schon, da muss man so ganz schnell A drücken. Dreimal. So, und dann drückt sie da auf den Knopf. Und ich muss, möchte auf die andere Seite. Und ich werde jetzt mal langsam hier rumgehen, weil hier sind keine Decken gedöhnt, würde ich sagen. Und wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann spiele ich Forza oder so. Da habe ich keinen Bock mehr. Nein, eigentlich ist der Frustrationslevel in dem Spiel nicht so hoch, wie man es annehmen könnte. Hier ist der andere Generator. Aber vorher speichere ich, Kinders. Ihr könnt mich mal. Das Alien kann mich auch. Ich speichere jetzt erstmal. Und dann mache ich den Generator an. Und dann geht es nämlich weiter am Boden liegend. Da ist der zweite Generator. Besuchern ist das Rauchen untersagt. So, da.
Und wir passen wieder auf, dass wir nicht uns von oben von irgendeinem blöden Alien hauen lassen. Also es fiel wirklich aus der Lüftung des Deckels. Das macht alles mir zu viel Lärm. Ich will das nicht leiser, muss ich alles zischen. Explodieren, gedöhnt, passiert irgendwas. Interessant. Oh, ich fürchte. Das kennen wir ja auch schon. Solche Dinger und die Zeit. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! So, was passiert hier? Das macht alles Geräusche. Okay, es gibt Alarm, das ist nicht schön. Wir wissen ja, was Alarm bedeutet. Und da müssen wir hin. Okay, den machen wir auch nochmal. Das nervt natürlich jetzt kolossal, dass da ein Alarm angegangen ist, aber wir haben ja inzwischen Möglichkeiten. Benutze, jetzt ist es auch egal. Insofern gut, dass ich gespeichert habe, weil das würde ich jetzt doch gerne noch mal wissen. Man hat ja diesen Elektroschocker und wir erinnern uns an den Alien-Film, da ging das auch. Ich habe jetzt aber leider irgendwie nicht auf dem Zettel, wie man den benutzt. Na gut, wir probieren noch mal unser Glück und ansonsten ist die Folge an dieser Stelle dann beendet. Das ist eine schwierige Mission, aber macht ja nichts. Gerade gespeichert, sehr gut. Dann schleichen wir uns jetzt zum zweiten Generator wieder. Und dann mussten wir ja unten in der Mitte was erledigen. Speicherpunkte sind leider sehr rar. Aber gut, macht ja nichts. Ich gehe nicht da lang, da könnt ihr mich mal. Ich hole mir jetzt Administratorrechte, wofür auch immer ich die brauche. Zugangscode entbasele. Das ist ein Programmfehler, würde ich behaupten. Wie kann man jetzt einen blöden Elektroschocker benutzen? Dann kann mir das mal jemand erfahren. Geräusch, das freut das Alien, jedes Alien. Wie jetzt auch. Okay. Verdammt. Ich spiele Forza. Aber ich habe einen Erfolg bekommen. Warum auch immer. Na gut, komm, also. Das ist natürlich total blöd. Wie machen wir das?
Ja, wie machen wir das? Wir laden auf jeden Fall nochmal den Speicherstand, dann holen wir uns da wieder. Wir wissen ja jetzt, dass man offensichtlich an den Terminals arbeiten kann, obwohl die blöden Syntheten da auf einen einprügeln. Das hat aber keinen Effekt. Gut, ich kann ja nur sagen, gut, dass wir an dieser Stelle gespeichert haben. Gut, dass das gerade jetzt passiert. Ich mache es jetzt noch einmal. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann. Dann machen wir Pause. Und dann geht das einen anderen Tag mal weiter. Aber dann habt ihr wenigstens ein paar Folgen wieder. Und ihr kriegt ja Live-Atmosphäre von mir mit. Ich hoffe, da jetzt noch. Ist egal, ob die mich hören. Ich finde die Laune total doof. Total lustig, dass ich das erst in Ruhe knacken kann. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Einmal muss ich knacken werden. Dann kann ich aber auf jeden Fall. Schöckerchen, ich hab eben den Fehler gemacht. Die laufen ja nicht, das wissen wir ja schon. Die gehen ja schnell. Ich könnte jetzt nochmal speichern. Geht das inzwischen wieder? Nö. Hier ist ein Alien in der Gegend. Oh. Da eben aus der Decke kam er. Das war's wieder. Irgendwas klappt da mit diesem scheiß Elektroschocker. Ne? Ach, der Elektroschocker hat keine Ladung mehr. Das erklärt einiges und jetzt auch leider meinen Tod. Gut, an dieser Stelle ist die Folge zu Ende und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es dann heißt, der Michi und die Syntheten. Ich hoffe, dass es mir dann besser gelingt als diesmal, aber wir sind ja ein großes Stück weitergekommen und ihr habt ja ein bisschen Spaß gehabt, hoffe ich. Ich hatte Spaß. Trotz der späten Uhrzeit, zu der ich das aufnehme. Aber ich habe überall helles Licht angemacht, damit ich bloß nicht irgendwie Angst bekomme. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.